Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heat. Der ultimative Heat. So. Sorry, ich hatte noch kurz rausgetappt. Wir müssen kacken. Das tut mir sehr leid. Wir kacken hier in die Ecke. Nein, wir kacken hier oben mitten. Und wir haben Hunger. Aber wir sind noch 15 Stunden lang geschützt. Das ist wunderbar. Aber hier ist nichts gewachsen. Okay. Das werden wir noch erörtern. Auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Tipps und Kommentare, die ihr zu Heat habt. Ja, die Tipps waren extrem hilfreich und ja, es interessiert mich auch mal eure Meinung zu wissen oder euch auch mal mitzuteilen, wie das ist. Also zum Beispiel die Flaggen, ne? Die Flaggen-Dings, die sind jetzt hier markiert. Also man weiß jetzt quasi, dass wir hier sind. Ne? Da ist auch eine Flagge und hier, das ist der Präsident. Aber ich glaube, man muss einmal in der Gegend gewesen sein, damit die Flaggen sich aufdecken. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sieht man Flaggen dann auf der Karte und man ist ein bisschen markiert. So, wir holen uns als erstes was zu essen. Was zu essen? Essen! Hallo Pilzer, wo seid ihr? Ja, leider ist auf unserem Feld nichts gewachsen, bis jetzt zumindest. Also das scheint ja auch, es dauert ein bisschen. Ton. Dankeschön. Ton. Aber wie lange es dauert, bin ich mir gar nicht sicher. Wie gesagt, das erste Mal, dass wir den Anbau probieren. Aber vielleicht brauchen wir echt dazu einen Eimer, um das noch zu bewässern. Ich weiß es nicht. Wir sollten das auf jeden Fall schauen, ob wir das mit dem Eimer hinkriegen. Aber wir brauchen echt Pilze. Wieso ist hier kein einziger Pilz da? Oh nein. Da. Der geht. Okay. Der geht nicht. Warum auch immer. Geht der hier nicht. Aber wenn er nicht geht, können wir den weghauen. Dann braucht er, wie gesagt, vielleicht woanders neu. Huch. Das war Kupferohre. Und der Shipping Bin ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Vielen Dank. Weil da können wir uns Sachen, die wir noch nicht selber herstellen können, kaufen. Auch wenn es natürlich dann etwas kostet, aber. Da war doch. Da war doch. Okay, und das müssen wir wahrscheinlich erst weghauen. Aber wir essen die beiden schon mal. Moment. Damit wir was gegessen haben. Ja, und die letzte Folge war irgendwie 50 Minuten lang oder so. Das tut mir schrecklich leid, aber wir haben halt auch viel erreicht. Kann man ja so sehen. So, jetzt haben wir das hier weg, damit wir vielleicht an den Pilz da hinten kommen, aber erstmal haben wir das hier weg. Dann hatte hier noch jemand gefragt, ob man Eisen in der Furnace einfach schmelzen kann. Das werden wir auch ausprobieren oder nachgucken zumindest. Ich würde aber auch gerne bald was zum Einschmelzen von Metallen haben, weil ich kann mir vorstellen, dass man mehr Geld verdient,
Es würde zumindest Sinn machen, wenn man mehr Geld mit verarbeitetem Material verdienen würde als mit Rohstoffen. Einfach drauf und hauen es weg. Genau. Ja. Jetzt sehen wir unsere Daromatia auch wieder. Sie rockt. Oder war es die Selinde? Ich komme mit den Namen langsam durcheinander. Aber ich glaube, hier war es Daromatia. Zumindest bis zum Reroll, also wo sie alles gelöscht hatten, auch die Charaktere. Die erste hieß Aromatia. So, Doppels. Damit. Es leckt. Da kriegen wir auch eine Leckwarnung. Wenn es zu lang und zu häufig leckt, werden wir. Oder wird man im Allgemeinen vom Server geworfen? Den finden wir auch gerade sehr gut. Finde ich in Ordnung, solange da, ne, die auch mal einen kurzen Spike erlauben. Weil das kann ja mal passieren, dass hoch, das ein. Die Leitung kurz mal spiked, lecktechnisch. So. Aber das werden wir mal sehen. So, wir haben uns in der letzten Folge jedes hier gebaut. Die Sichel. Ist das die Sichel? Es ist nicht die Sichel. Das ist nicht die Sichel. Haben wir uns nicht eine Sichel gebaut? Ach so, nee, die Sichel konnten wir uns nur an der Werkbank bauen. Deshalb ging das nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Noch 15 Stunden geschützt. Nehmen wir jetzt hier die 4. Und dann nicht Build, sondern Repair. Genau, die müssten nämlich noch repariert werden, alle. Aber danach sind die halt auch geschützt durch unsere Flagge. Das finde ich super praktisch. Ja, unsere Woodchest ist jetzt nicht so, das ist nicht so wichtiges Zeug drin. Also die Foundations und so haben Priorität. So. Hallo. Safe mal schneller. Übrigens immer noch die Alpha 8. Alpha 8. Und Saving Game. Was? Alter, wie lange safe der denn? Ja. Und schaut euch mal das Far Cry New Dawn Let's Play an. Eventuell gefällt euch das Spiel, weil also ich höre, ne, von vielen, ah nee, das ist nicht mehr richtig Far Cry für mich und so. Aber ich persönlich kann euch sagen, es macht unheim, also mir macht es unheimlich viel Spaß, das Spiel. Und es kostet also. Es ist jetzt nicht viel weniger, aber normalerweise kostet ein Vollpreistitel ja, weiß ich nicht, 50, 60 Euro und das kostet 45 Euro. Also ist. Achso, wir haben keinen Wut mehr. 45 Euro. Geht eigentlich. Haben wir eine Fackel? Ja, die Fackel ist die 9. So. Es wird nämlich langsam dunkel.
Jetzt wird Düngel. Und dann müssen wir sehen, wo wir bleiben. Oh, noch ein Pilz. Vielen Dank. Möb. Hier ist übrigens die Grenze von der Flagge. Da ist ein umgeworfener Baum. Hier schnappen wir uns. Achso, vielleicht nicht mit dem Hammer. So ein kleiner Astbaum fällt um und macht voll den Timber. Voll das Geräusch, das müssen sie auch noch ein bisschen verbessern. Es ist lustig, aber es ist halt Bug, ne? Also wenn ich diesen kleinen Strauch da hinten umhauen würde, würde so ein Baumfallgeräusch kommen. Das ist ein bisschen zu krass, würde ich mal sagen. Wäre meine Vermutung, dass das auch nicht so gedacht ist. Das ist ein echter Stein? Nee, das ist ein Ich versteck mich Stein. Gut, dann nehmen wir die 6 und ach so, die 6 kann man nicht zusammen mit der Fackel nehmen. Okay, man kann also nicht gleichzeitig Steine abbauen und Licht haben. Das ist unmöglich. Dann bleiben wir erstmal bei Holz. Da hinten ist noch ein Baum. Das meinte ich, ne? Das war ein kleiner Strauch hier neben dem, der gerade umgefallen ist. Der macht voll den. Vielleicht will er auch ein erwachsener Baum sein. Deshalb macht er beim Fällen dann so ein Geräusch. Was ich aber geil finde, es ist nur eine Kleinigkeit, ist aber, dass man nicht gezwungen ist, die stehen, also die richtigen Bäume, die echten, die hier umzuhauen, sondern dass es genug, eigentlich meistens genug von diesen schon umgefallenen Bäumen gibt, wo man sich bedienen kann. Weil dann, auch wenn es natürlich nicht realistisch ist, ne? Ihr wisst ja, überall, wo der Mensch hinkommt, sieht es dann eher aus wie bei Forest. Also der ganze Forest ist dann weg. Aber es sieht schöner aus, finde ich. Und, fand ich auch bei unserem letzten Haus, wo der Wolf kam, das Coole, dass es so hinten zum Wald rausging und auf der anderen Seite zum See. Fand ich irgendwie kuschelig, angenehm. Ah ja, und das ist wieder übrigens eine Mittags-, sogar fast schon Nachmittagsaufnahme. Ich war den ganzen Tag jetzt unterwegs und kam früher nicht zum Aufnehmen. Deshalb Nebengeräusche, Autogeräusche und so bitte ich zu entschuldigen oder zu genießen. Ja, auch welche geben, die so Nebengeräusche ganz entspannt hin. Ne? Allerdings ist mir selber also bin selber nicht so der Fan von Autos.
Aber es gibt wirklich, ne, es gibt Menschen, die mögen Motorengeräusche. Jetzt vielleicht nicht dauerhaft, aber sie finden den Klang von Motorengeräuschen in der Regel als angenehm. Es gibt ja auch welche, die finden Zuggeräusche, also ne, wenn ein Zug an einem vorbeifährt, angenehm. Bin da eher sensibel. So, wir haben noch mal Pilze, die essen wir mal ein paar von, weil die wollen ja satt werden. Wir reparieren erst und dann bauen wir in das nächste rein. Aber wir müssen dann halt immer darauf achten, ne, dass wir die Flagge füttern mit genug Rohstoffen, sonst haben wir wieder das Problem mit dem Decay. Oh oh, mach ich mal rum. Ruckelt das, also beim Spielen. Und dann habe ich halt bei der Aufnahme Angst, dass es dann auch ruckelt, aber ich, mir fehlt der zweite Monitor, um das direkt zu überprüfen. Ich hoffe, es wird bei euch genauso kurz sein wie bei mir. Achso, Repair geht hier nicht, weil wir noch nicht mal angefangen haben. Okay, dann Bild. Okay. Könnte es also direkt upgraden, die Foundation. Man müsste sie nicht abreißen und eine neue bauen, sondern man könnte sie dann upgraden. Zumindest steht das da unten, ne? In order to build an upgrade, lalala. Schalalalala und so. Okay, Wände. Und da schauen wir erstmal das, wo ich nachgefragt wurde in den Kommentaren. Wo finden wir denn das? Das da. Das ist, also der Kiln ist nicht für Eisen gedacht. Womit kriegen wir Eisen? Armory, Guns and Ammunition. Also es ist jedenfalls nicht der Kiln. Smithy ist es auch nicht. Fireplace ist es auch natürlich nicht. Ja, nee, ich finde es gar nicht. Ist hier vielleicht? Nee, auch nicht. Womit schmelzt man denn? Womit schmelzt man denn jetzt das Zeugs dann? Stone Fireplace ist für Heating, okay, nur für Essen. Das ist auch nur für Fleisch.
Das ist auch nur Feuer. Wie per Mensch. Vielleicht im Smithy, aber dazu bräuchten wir noch Clay und Iron Ore. Haben wir beides nicht? Okay, und hier brauchen wir Clay. Laboratorium. Ja, müssen wir. Muss ich noch gedulden? Was ist das? Aha, damit kann man das Gewicht für die. Ne, so eine Tasche sozusagen, und das Gewicht aller Items sinkt dann quasi. Und das kann man noch verbessern. Okay. Da ist ein Mähmäh irgendwo. Weiß nicht wo. Mähmäh ist jetzt aber auch egal. Wir bauen. Wie ging das nochmal? Ich habe es völlig vergessen. So nicht auf jeden Fall. Huch. Profil geändert. Ging das mit E? Holt E. Bild ist richtig. Brick Upgrade, Stone Upgrade, könnten wir alles upgraden, aber wir, nee, wir machen Bild. Ah nee, das ging mit 5. Ich bin also lange nicht mehr gespielt und so, Struktur, Lock, nochmal. Und dann Wand. Normale Wand. So. Genau, Interior. Wenn ich das jetzt so mache, weil, ne, das eine Stück guckt da raus. Ja, das da. Man könnte, ne, ich kann es gerade nicht zeigen. Aber mal gucken, wie wir es hinkriegen. So, ne, es klappt sehr gut sogar. Interior. So. Und wir lassen das diesmal mit den Fenstern, weil sonst kommt wieder einer und glitscht sich durch unser Fenster und bringt uns um. Das wollen wir nicht. Wir machen an einer Stelle eine Tür rein. Nicht hier auf der Seite. Ich würde sagen, die Tür kommt. Ja, die Tür kommt hier ran. Hier so. Dann können wir das hier alles schließen. Ja, mehr, mehr, mehr. Dann würde ich allerdings hier noch eine Tür vorsichtshalber offen lassen, dass wir da weiterbauen können. Deshalb kommt hier eine Wand hin. Hier kommt eine Wand hin. Und hier kommt eine Wand hin. So. Dann. Nein. So. Jetzt brauchen wir Doorway, ne? Jetzt nochmal ein Doorway. Zwei Stück. Okay. Haben wir dann alles? Ja, sieht gut aus. So ein bisschen unförmig alles, also ne, nicht quadratisch, aber das ist auch mal schön, sowas zu haben. Okay, dann brauchen wir
Machen wir das mal. Nein. Nehmen die 4, so. Und im Inventar stellen wir uns zwei Türen her, für die wir kein Holz mehr haben. Das ist wunderbar. Also Axt und Fackel. Und raus. Ah, mit den Sounds müssen sie auch noch ein bisschen arbeiten. Die hören manchmal sehr abrupt auf. Wir sind jetzt zum Beispiel dieses Grillen oder was das Grillen zirpen und so im Hintergrund ist alles sehr stimmig. Aber wenn es von einer Sekunde auf die andere aufhört, ist es sehr unstimmig wieder. Ich höre wieder ein Schaf. Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht umgebracht werden von irgendwelchen Tieren. Das wäre ärgerlich. Ich höre die ganze Zeit ein Schaf, aber ich sehe keins. Vielleicht ist das unter dem Boden gebackt oder so. Okay. Habe ich was ganz Komisches gehört. Fühle ich mich gerade unsicher. Noch ein bisschen Schutz. Was haben wir hier? Wächst immer noch nichts. Wäre cool, wenn man dann irgendwie einen Tooltip kriegen würde. Das braucht jetzt noch das und das. So, jetzt bauen wir uns aber zwei Türen. Echt sogar. Dann sind wir einigermaßen erstmal sicher. Wir holen uns auch unser Huch, Leck. Lass uns unser Schlafgemach auch mit einnehmen. Collect. Was? Ich will das mitnehmen. Ach so, es ist zu kaputt, dann kann man es nicht mitnehmen. Gut, dann aber Hilfe, also und reparieren. If I had a hammer, in the morning. So, jetzt ist es nicht mehr kaputt. Würde ich das gerne mitnehmen, wenn es erlaubt wäre, Freunde. Haben wir es dabei, das ist sehr, sehr schön. Und das meinte ich, ne? Hier ist ein Stück im Boden drin, deshalb wollte ich nicht, dass die Wand quasi gerade da ist, dass der Boden draußen bleibt. Okay. Dann die Matratze kommt. Die kann ruhig hier neben dem. Jetzt die Türen.
da rein. Das war nicht der Plan. Das war der Plan. Und das war der. So. Zum Glück wieder hell. Die Ode. One or more items. Wir müssen die echt mal knacken. Aber erstmal tue ich sie da rein. Einen anderen Geoden. So. Das Hay, das muss da nicht drin sein. Und das Gras muss da auch nicht drin sein. Das können wir alles gleich mal, oder wir müssen gleich mal eine Runde verkaufen. Weil sonst haben wir nicht genug. Na, Geld. So. Kaufen einfach alles, was wir im Moment nicht brauchen. Hoppa. Reed. Larkspur. Larkspur ist ganz schön teuer. Gut zu wissen. Okay. Fiber brauchen wir, Stick brauchen wir. Hier, das Verrottete können sie haben. Grizzly Bear ist unterwegs. Und noch mehr Hay, können wir das jetzt da drauflegen? Das auch. Nee, entweder 11 oder 3. 6 Dollar, toll. Na gut, mach mal Ship and Receive. Dann. Alter, wo ist dieses Schaf? Voll das, dieses Trollergeräusch. Ich denke mal, da ist ein Schaf. Ne, ich. Oh. Ich bin ja tierlieb und so, aber ich würde gerne mal ne, zum Testen einfach mal auch eins abmurksen und auseinandernehmen. Okay, das ist kein echter Stein. Bist du ein echter Stein? Okay. Bist du auch echt? Salzpeter. Der war nicht echt, ne? Was? Was mit dir? Irgendein Seed wird die ganze Zeit von einem Grizzly umgebracht. Das tut mir sehr leid. Ich kann dir nur empfehlen, lauf. Laufen, sich irgendwo draufstellen, wo dann, die NPCs nicht hochkommen und dann mit einem Bogen. Jetzt richtig, eigentlich relativ viel, was wir hier sammeln. Ich verkaufe jetzt das Komplette dann gleich in der Shipping Bin und gucken wir mal, wie viel Geld wir dafür kriegen und für wie viele Tage uns das Geld dann schützt. Wir sind schon wieder überladen, ja.
Aber das hier nehmen wir noch mit. Ich glaube, das war auch schon der Stein, wo wir letztens aufgehört haben. Ich meinte, okay, das reicht jetzt. Er muss doch. Ist das ein unendlicher Stein? Die unendliche Geschichte, das ist Fuchur. Wir haben gerade auf. Hallo? Geil ist das denn? Wir werden die ganze Zeit von Wildtieren getötet. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir lieber zuerst mal zurückgehen sollten. Ich weiß nicht, was die treiben, aber die werden dauernd von Tieren getötet. Wir wollen nicht von Tieren getötet werden. Und wir können uns sonst nicht mehr so ordentlich bewegen, wenn wir so sind. Deshalb. Dollar und so, wir verkaufen erstmal den Stein. So, Moment, alles seine Ordnung haben. Das ist mal die 100er Stacks. Fast 50 Dollar, okay, das ist gar nicht mehr so wenig. Eisen. Kupfer. Ja, komm, wir nehmen mal lieber Stein. Das reicht auch eigentlich. Also wir brauchen jetzt nicht so viel. Wir könnten das noch verkaufen. Seht ihr auch, wie viel es ungefähr wert ist, ne? Das wären nochmal 19 Dollar, aber. Ach komm, Salpeter verkaufen wir und Sulfur verkaufen wir auch. So, dann haben wir das auch. Wir verkaufen eine Runde einfach alles. So, Öl und Ed. Und wir haben keinen Platz mehr in der Shipping. Wir hauen das, was wir schon haben, mal kurz hier rein. Open. Okay, eine 13 Stunden 23. Okay, das war jetzt nicht so viel. 25, 13. Also mehr, die Dollars lohnen sich auf jeden Fall. 16 Stunden jetzt. Mit denen. Aber wir holen ja jetzt noch ein bisschen was. Mal gucken, auf wie viel wir diesmal kriegen. Acht Sekunden, sieben Sekunden, gleich gibt's Geld. Hallo? Geld? Ja, vielen Dank. So. Und das mal. Da rein. Oh, ah, nee, andersrum. Blöd. Oh. So, 2 Tage. Okay. Für 2 Tage reicht das jetzt. Oh, das ist in Ordnung. Also, wir haben jetzt noch ganz kurz so eine Runde gemacht. Das waren 8 Minuten. Und das reicht dann für 2 Tage. Ist in Ordnung. Und man sollte dann halt. Wenn man mehr als eine Flagge hat oder braucht, dann hat man ein Problem. Aber so geht's. So, können wir Iron Ore da rein? Nein, das geht natürlich auch nicht. Copper Ore. Ach, wir behalten es erstmal in der Hand. Leute, das war's aber von dieser Folge. Ja, leider konnte ich nur herausfinden, dass es in der Kiln nicht geht, Eisen zu schmelzen, und ob es in dem anderen geht, können wir erst herausfinden, wenn wir uns ein paar Sachen
gekauft haben. Das heißt, wir müssen die nächstes Mal müssen wir ein bisschen mehr farmen. Und die Hälfte tun wir dann in die Flagge und mit der anderen Hälfte kaufen wir uns hier Zeugs. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und vielleicht ist bis dahin auch unsere Möhren sind bis dahin vielleicht auch schon gewachsen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt wachsen, nicht wachsen. Keine Ahnung. Wir werden es erleben. Macht es gut. Tschüss.